noch eine Frage stellen darf, weil ich springe noch mal zu dieser Einwilligungs- und Einsichtsfähigkeit, weil ich die so wichtig finde, herauszuarbeiten. Auch da habe ich immer wieder mit Fragen zu tun, die sich darum drehen, ob Pflege- oder Betreuungskräfte denn Geschenke von Menschen mit Demenz annehmen dürfen, Geldgeschenke oder, weil es ist ja, erstens ist es eine Abhängigkeitssituation und Danke zu sagen, entschuldet auch, entlastet ja auch. Also auch Menschen mit Demenz, gerade weil sie ja für Emotionen sehr empfänglich sind, haben dann häufig auch den Wunsch, dankbar sein zu dürfen oder sich erkenntlich zu zeigen. Und da sie dann nicht so selten auch gar nicht mehr so sehr über Geld verfügen, gibt es dann immer wieder auch so Szenen, dass man ihnen dass man der Pflegekraft eine teure Uhr schenken will, die man halt noch hat oder etwas in der Richtung. Was ist mit der Annahme in diesen Bereichen? Kann der überhaupt wirksam? Also wenn der Betroffene nicht einsicht, also um ein Geschäft abzuschließen, reicht an der Stelle ja gar nicht die Einsichtsfähigkeit aus. Da bedarf es ja der Geschäftsfähigkeit. In dem Falle brauche ich ja die Geschäftsfähigkeit. So, dann gibt es natürlich eine beschränkte Geschäftsfähigkeit, weil wenn ich eine teure Uhr verschenke, würde das nicht von der beschränkten Geschäftsfähigkeit, das ist der sogenannte Taschengeldparagraf, würde es davon nicht abgedeckt sein. Also allein da würde dieser Schenkungsvertrag würde gar nicht zustande kommen. So, da müsste die wieder zurückgeben, die Uhr. Und dann gibt es aber auch gesetzliche Bestimmungen, die das sozusagen verbieten. Da gibt es einmal im Wohn- und Teilhaberecht NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, ich komme ja aus NRW, deswegen kenne ich dieses, den Paragraph 7, der sozusagen die Annahme von Geschenken sozusagen verbietet. Es sei denn, es sind gering, die Begrifflichkeit heißt geringwertige Aufmerksamkeiten. So, da ist immer die Frage, was ist eine geringwertige Aufmerksamkeit? Ganz eindeutig eine Uhr, eine teure Uhr gehört nicht dazu. Aber ist eine geringwertige Aufmerksamkeit diese 50 Euro, die in die Kaffeekasse gegeben werden? Nein, ist keine geringwertige Aufmerksamkeit. Das ist ein selbstgebastelter Weihnachtsstern. Um einfach mal die Ebene der geringwertigen Aufmerksamkeit mal aufzunehmen. Auch da ist es untersagt, sozusagen Geschenke anzunehmen. Und in den allermeisten Arbeitsverträgen, die ich zumindest kenne, steht es auch nochmal ausdrücklich drin. Das wäre dann ein Verstoß gegen Ihren Arbeitsvertrag. Und wenn Sie jetzt quasi unter ein TVL oder TVD oder sonstiges fallen, dann ist der sozusagen der Tarifvertrag Bestandteil Ihres Arbeitsvertrages. Und das wäre mindestens Abmahnen bewährt, wenn nicht sogar ein Kündigungsgrund, wenn Sie Geschenke, die Grenze der geringwertigen Aufmerksamkeit überschreiten, annehmen würden. Und das heißt, da können wir uns ja ganz unabhängig vom Thema Demenz bewegen, sondern... allgemein, genau. Hat mit Demenz, bei Demenz geht es natürlich auch nicht und da kommt der Schenkungsvertrag erst gar nicht zustande. Das heißt, also, da müsste alles rückabgewickelt werden. Sowieso, wenn man das jetzt aus einer zivilrechtlichen Perspektive betrachtet. Hier ist es aber nochmal aus einer ordnungsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Perspektive sogar untersagt. Sowohl nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW, als auch nochmal wiederholen, aus tarifvertraglicher und auch individualvertraglich. In der Regel ist das in den Verträgen auch mit aufgenommen, dass man keine Geschenke aufnehmen darf. Und damit würde man hier einen arbeitsrechtlichen Verstoß vergehen. Und dann haben wir natürlich auch noch durchaus das Problem der Korruption, § 299a StGB, dass es hier zu einer Unrechtsvereinbarung kommen könnte. Wobei, sage ich mal, nachträgliche Geschenke, und das an der Stelle für die Juristen, die das vielleicht hören oder sehen werden, fallen in der Regel nicht darunter. Es sei denn, man verspricht im Vorfeld, wenn du so und so handelst, kriegst du ein Geschenk von mir. Dann wäre man auch wieder in diesem Dunstkreis der Unrechtsvereinbarung. Und natürlich ein steuerrechtliches Problem. Das heißt, wenn Sie 50 Euro geben und tun die in die Kaffeekasse, müssen Sie das eigentlich versteuern. Das heißt, da werden Sie auch eine leichte Steuerhinterziehung begehen. Also, wir haben also verschiedene Bereiche, das nicht zu tun. Aber und es macht auch Sinn, meines Erachtens. Es macht Sinn, weil wenn die Patienten und Bewohner kriegen das ja spitz. So, und auf einmal haben wir eine unterschiedliche Behandlungssituation, da werden die jetzt sozusagen hier die Geschenke ausschütten, weil sie es können, weil sie genug Geld haben, um Geschenke auszuteilen, irgendwo bevorzugt behandelt gegenüber den anderen. Und genau das will man ja verhindern.
Versorgung findet ja in einem Abhängigkeitsverhältnis ein Stück weit statt. So, und das also auch noch, genau. Und tatsächlich ist sicherlich der Gedanke damit zu vermeiden, dass Senioren in die Not kommen oder Pflegebedürftige in die Not kommen, zu glauben, sie können sich damit bessere Versorgung erkaufen oder es sogar zu müssen. Ja. Absolut, genau. Und da werden die anderen unter Druck gesetzt und so weiter und so fort. Also das wäre eine Spirale, die wir alle nicht wollen und die auch meines Erachtens äußerst schädlich wäre und würde das gesamte System anfangen zu konterkarieren. Aber ich entnehme dem sozusagen, also dass es sowohl auf Länderebene unterschiedliche Regelungen dazu geben kann, also arbeitsvertraglich ist es ein Problem, zivilrechtlich sozusagen, und bei einem Menschen mit Demenz hat es obendrein auch noch was mit der Geschäftsfähigkeit zu tun, die unter Umständen gar nicht gegeben ist. Der Vertrag kommt eigentlich nochmal, auch arbeitsrechtlich, so steht es zumindest im TVÖD drin, wenn Geschenke sozusagen angedient werden oder Geschenke tatsächlich gemacht werden, muss umgehend der Arbeitgeber darüber unverzüglich, und unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern, muss das dem Arbeitgeber angezeigt werden. Ich fand es sehr, sehr informativ und bedanke mich sehr für das Gespräch und Ihre Zeit. Ich habe zu danken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns auf irgendeiner Veranstaltung virtuell oder in Präsenz wieder. In dem Sinne, Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin. Dankeschön, Herr Gust. Danke.